willst? Ja, klar. Alles Deko. Ja, nein. So, wer möchte jetzt ein Tütchen haben? Wir hätten im Angebot den Gefrierbeutel. Besondere Erinnerung ist damals Christo in Berlin, der den Reichstag verhüllt hat. Das war eine ganz ungewöhnliche Aktion, die dann aber ganz viel Erinnerungsvermögen nochmal hat. Und das ist, was wir hier noch an Erinnerung haben. Wenn es Ihnen nicht graust, also die Melonen sind frisch aufgeschnitten, dann würde ich Ihnen empfehlen, davon sich ein Stück zu nehmen, bevor wir die durch diesen Orkus jagen. Die Karotten sind auch nicht verdorrt. Da können Sie wunderbare Gemüsesuppe draus machen, wenn man die schält. Und die Äpfel sind fast absolut frisch und sogar ungespritzt, haben wir auf dem Karton gesehen. Also schlagen Sie zu, bevor wir das alles vernichtet haben und am Ende dann den Schwein vorgeworfen haben. Lebensmittelvernichtung hier vorzunehmen. Das geht ja unerhört. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und das ist meine erste Probe über heute Morgen. Arschlöcher. Also es ist jetzt gewaschen, das Obst. Das Problem haben Sie auch nicht mehr. Da freuen wir uns. Es sieht übrigens sehr, sehr idyllisch aus. Ich würde es erstmal hier so stehen lassen. Vielleicht nimmt noch jemand was mit. Wir brechen hier mal rein, gell? Ich bin da! Zum Rundgang auf. Das gefällt mir jetzt. Das finde ich gut. Aus einem barocken Stillleben ein Chaos. Bring die nachher wieder. So, wer mitgehen will, kann mir folgen. Bitte keine Marienlieder absingen. Thank you.